Hallo, liebe Bastelfreunde. Ich habe folgende Frage an Sie. Haben Sie nicht Lust, Ihr Hobby mit Seniorinnen und Senioren eines Altersheims oder einer Seniorenresidenz zu teilen? Wenn ja, habe ich folgende Tipps für Sie. Als erstes suchen Sie sich eine Einrichtung in Ihrer Nähe aus. So ist der Anfahrtweg einfach kürzer. Zweitens, machen Sie sich ein Programm, was Sie mit den Herrschaften machen möchten. Möchten Sie malen, möchten Sie Handarbeit machen oder basteln? Haben Sie Ihr Programm zusammen, dann rufen Sie eine Heimleitung an. So, drittens, machen Sie Ihr Programm ausführlicher, damit Sie beim Gespräch mit der Heimleitung genau erzählen können, was Sie machen möchten. Und dabei erzählen Sie, ob Sie vom Fach sind, ob Sie vielleicht Beschäftigungstherapeuten schon mal waren, ob Sie Lehrerin waren oder ob Sie, so wie ich, vollkommener Laie sind. Besprechen Sie das mit dem Material. Kaufen Sie das Material, das benötigt wird, oder ist das im Heim oder in der Seniorenresidenz schon vorhanden? Dann machen Sie einen Termin aus für Ihren Handarbeits- oder Bastelnachmittag, der so gelegt ist, dass in dieser Zeit keine anderen Kreativkurse angeboten werden. Denn so eine Einrichtung hat ein wahnsinnig großes Freizeitangebot für ihre Bewohner. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe meinen Termin zum Beispiel auf Freitagnachmittag gelegt, weil ich da aus Erfahrung weiß, da wird wenig mit Senioren gemacht. So, und wenn Sie das alles geklärt haben, dann können Sie anfangen. Und dabei wünsche ich Ihnen wirklich viel Spaß und ich kann Ihnen sagen, Sie werden da sehr viel Freude geben und Sie werden sehr viel Freude empfangen. Und wenn Sie an einem Tag nur mit zwei Personen basteln, macht das gar nichts aus. Denn diesen zwei Menschen haben Sie einen unwahrscheinlich schönen Nachmittag geboten. Das ist auch die Hauptsache. So, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.